letztlich muss es ja wahrscheinlich insbesondere darum gehen, die Leute in die Lage zu versetzen, dass sie selber wissen, wie sie am besten lernen und wie sie am besten sich Themen erschließen, sich damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, gerade dazu ist es wahrscheinlich eher dienlich, wenn man einen breiten Rahmen vorgibt, aber innerhalb dessen dann sich die Studierenden auch insbesondere selber Ziele setzen können, selber Fragestellungen formulieren können. Also wenn ein hohes Maß an Eigenverantwortung vorhanden ist in der Veranstaltung. Ich denke auch, dass es, glaube ich, wichtig ist, nicht in jeder Veranstaltung, aber in vielen doch auch diese Ebene der Selbstbeobachtung wie mit einzuziehen und das auch immer zu thematisieren, wie eben bestimmte Ergebnisse erarbeitet worden sind, wie man zu welchen Konzepten gelangt ist, wo man vor Herausforderungen stand, wie man das gelöst hat. Also wenn das mit Bestandteil ist, diese Reflexion darüber, wie man dorthin gekommen ist, wo man hingekommen ist. Der thematische Rahmen war dann der des großen Forschungsprojekts, zu dem wir hier an dieser Förderprofessur auch arbeiten. Das ist eine Globalgeschichte des Gefängnisses im langen 19. Jahrhundert. Gegenstand der Veranstaltung des Seminars war dann gleichsam die Geschichte des Strafens in diesem Zeitraum, also vom späten 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert. Und da sollten einige Aspekte dieser sehr komplexen und sehr umfangreichen Geschichte näher beleuchtet werden. Und weil alle so mehr oder weniger zu einem ähnlichen Thema forschen, war ja auch ein viel Wissen vorhanden. Und es war dann auch so die, also das Niveau der Diskussion war auch sehr hoch und so. Und das fand ich eigentlich schon sehr interessant. Unter einer Vielzahl von Lernzielen war mir besonders wichtig, einmal den Studierenden, wie ich bereits gesagt habe, die Möglichkeit zu geben, ein eigenes kleines Forschungsprojekt zu realisieren und wirklich von ganz vorne, also von der Fragestellung, das heißt, sie hatten einen Quellenkorpus zur Verfügung und mit dem und dann auch einer kleinen Bibliografie zum Einstieg mussten sie sich dann ins Thema hineinarbeiten, sollten eine Fragestellung entwickeln und dann über verschiedene Stufen und Schritte hinweg so weit kommen, dass sie am Ende einen Text gemeinsam verfassen in diesen Gruppen jeweils, der eigentlich wissenschaftlichen Qualitätsstandards genügen sollte und in einem angemessenen Rahmen eigentlich auch publikationsfähig sein sollte. Es ging aber eben gerade auch darum, zu schauen einmal, was Studierende in der Schweiz von hier aus für Möglichkeiten, aber auch für Grenzen haben, sich unter solchen globalgeschichtlichen Perspektiven mit Themen zu befassen. Das heißt, man hat nicht die Möglichkeit, irgendwo weit hinzureisen, dort ins Archiv zu gehen. Ich glaube, es gibt einem auch das, so ein realistisches Bild davon, wie Forschen funktioniert. Nämlich nicht geradlinig, sondern es immer, weil man sieht einfach sonst immer ein fertiges Buch und dann hat man das Gefühl, ja, das und schreibt es hin und dann muss man es nur binden und dann ist es dieses Produkt. Aber eigentlich ist es ein Weg mit vielen Irrwegen. Es gab da wirklich Erfolgserlebnisse für die Studierenden, die auch belohnt wurden dann für ihr Nachfragen, ihr Engagement. Es gab aber auch natürlich die Frustrationen, dass man gerade in Indien eben überhaupt nicht weiterkam, wenn man selbst das Nationalarchiv angeschrieben hat. Und ich fand es eigentlich auch sehr schön, gerade am Ende zu sehen, weil eben dieser Aspekt der Selbstbeobachtung beim Arbeiten ja ein wesentlicher Bestandteil auch war, diese Selbstreflexion in der Veranstaltung, wie differenziert letztlich dann die Studierenden auch das wahrgenommen haben, was sie da tun und sich auch selber wirklich zugeschaut haben und da, glaube ich, auch einen nicht unerheblichen Nutzen daraus ziehen konnten. Am Anfang habe ich auch so ein bisschen gedacht, oh Gott, das gibt wahnsinnig viel zu tun und ist das den Aufwand überhaupt wert, aber das war es auf jeden Fall. Es war ein sehr selbstständiges Arbeiten, mit sehr viel freiem Raum auch den eigenen Interessen nachgehen zu können. Und das fand ich zum einen sehr anspruchsvoll, weil es wirklich sehr selbstständig war. Man musste auch disziplinierter sein. Aber es war auch sehr ertragsreich. Also man hat sehr an der eigenen Kompetenz gearbeitet auf diese Weise. Was ich wirklich sehr cool fand, war so die Diskussionskultur, jetzt auch innerhalb des Seminars, auch bei uns.
Also man konnte wirklich, also das müsste man vielleicht am Anfang auch lernen, so die Kritik wirklich aufnehmen und dann auch umsetzen. Ich glaube, was sich sicher lohnt, ist zum einen, wenn man darum besorgt ist, eine gewisse Abwechslung in die Veranstaltungsformen hineinzubringen. Also Seminare nicht immer gleich durchzuführen, also nicht immer in diesem Referatsformat beispielsweise, was ja immer noch das Dominante ist, zu verharren, sondern da auch andere Wege zu suchen, ist auch nicht unbedingt im Sinn solcher Veranstaltungsformate und der Studierenden, wenn man sich zu sehr dann einfach in die Rolle des Begleiters zurückzieht, sondern das wurde auch explizit hier gesagt, dass man es auch geschätzt hat, dass man dann auch mit seiner Expertise zur Verfügung stand und mindestens seine Sichtweise, Anregungen mit eingebracht hat, ohne jetzt zu sagen, dass das der richtige Weg ist und dass das die korrekte Interpretation jetzt zu diesem Phänomen ist, aber dass man gleichsam da auch in dem Sinn gleichsam auf einer Augenhöhe miteinander dann Dinge aushandelt.